Eine Oberbauchsonographie macht man entweder im Rahmen einer Check-up-Untersuchung, also einer Vorsorgeuntersuchung, oder natürlich auch bei Schmerzen im Bereich des Oberbauches. Eine Gastroskopie, also eine Magenspiegelung, macht man, wenn es irgendwelche Symptome gibt, die darauf hindeuten, dass Erkrankungen vorliegen in der Speiseröhre, im Magen oder im Zwölffingerdarm. Und wenn man dann was findet, kann man auch gleich Biopsien, also Proben entnehmen und gucken, was die Ursache ist für die Beschwerden. Eine Darmspiegelung macht man entweder im Rahmen der Vorsorge oder bei bestimmten Symptomen, also chronische anhaltende Verstopfung oder das Gegenteil Durchfall oder bei bestimmter Vorgeschichte in der Familie. Und auch da kann man gleich direkt, wenn man Auffälligkeiten sieht, therapeutisch tätig werden, also beispielsweise Polypen abtragen, gutartige Wucherung oder Proben entnehmen und die einschicken. Eine Oberbauchsonographie macht man entweder im Rahmen einer Check-up-Untersuchung, also einer Vorsorgeuntersuchung, oder natürlich auch bei Schmerzen im Bereich des Oberbauches. Bei Verdacht zum Beispiel auf Gallensteine oder eine Geschwürerkrankung oder auch bei einer Bauchspeicheldrüsenentzündung oder auch wenn sowieso was bekannt ist in der Bauchspeicheldrüse, was man weiter abklären muss, also eine zystische Struktur oder ein Tumorverdacht.